selbst finden. Was bedeutet das überhaupt? Kann man sich überhaupt selbst finden? Und wenn ja, wann weiß man das überhaupt? Das sind so Fragen, die hat sich jeder schon mal mehr oder weniger gestellt. Ich bin Yannick Behrendt, 26 Jahre alt, Designstudent und momentan auf der Suche nach mir selbst. Auf meiner Reise und auf der Suche nach Antworten treffe ich mich mit ganz unterschiedlichen Menschen und höre ihnen zu, was sie zu diesem Thema zu sagen haben. Frage einen Künstler aus Lissabon danach, was unseren Charakter formt und wie er sich selbst durch die Kunst ausdrückt. I'm Tito Oliveira. I'm 40 years old. I'm from São Paulo, Brazil. I'm a visual artist. I'm here in Lisbon for more or less one and a half months. I think principles from your family is really important, but I don't believe that it's possible to found yourself completely. You know, I think it's more easy you try to follow the best way to feel good with yourself. The most important is it's about your intention. This is my opinion. If your intention is good, you feel better with yourself. How your action is the most important. Because if you action good, if you are ready to find a solution, it will be better for you. You need to look your face in the mirror. Don't see only your skin or your head or your clothes. You need to see your eyes and ask yourself in the mirror, what I do to make this world better? What I do to make my life better, my friend's life better? If you try to do this exercise every day, you need to start before. I think you sleep well as a kid. Yeah, you will be more comfortable with yourself. This is my practice, you know, since almost 10 years ago I started this. And now I feel so good. The context from your character. The society is so it's really hard to influence your character, but born in your family. Because when you're born, you have your father, your mother as heroes in your life. So if you don't have this, everything can be more difficult to you. Everywhere when I went for a short time was inspiration to make my work, because my work is especially about my life, my experience, my individual experience, you know. In the hostel, I do for money. In the street, I show Tito Oliveira. So they say, that's nice, that's new, I never saw. Sometimes they be, it's really strange, but it's beautiful, you know, and I like that. I just need to be honest with myself. It's impossible to separate Tito Oliveira, Tito Oliveira as artist, Tito Oliveira as a son, Tito Oliveira as a friend, Tito Oliveira as a work, Tito Oliveira as a husband. I never separate. I'm Tito Oliveira everywhere, in every context that I need to be how I am. So my work, I just needed to be honest, to keep it easy, that's all. This is like I feel my work as a Hawaiian. In jeder Situation sich selbst treu bleiben und immer gute Absichten haben, dann ist man zufriedener mit sich selbst. Aber wie ist es, wenn man immer in verschiedene Rollen schlüpfen muss?
wie zum Beispiel als Schauspieler. Wie bleibt man sich selbst treu? Ich treffe mich mit Norm Steher, ein professioneller Schauspieler seit 35 Jahren, und ich bin gespannt auf seine Antworten. Wie schaffe ich das? Denke ich ganz häufig. Und das habe ich früher gedacht, das denke ich heute. Deswegen bin ich da, was der Begriff Erfahrung anbetrifft. Ne? Das impliziert so eine, wie soll man das sagen? Das beinhaltet so ein Zurücklehnen. Ne? Jetzt kannst du es ja und so. Dem ist nicht so. Im günstigsten Fall komme ich mir oder der Vorstellung von dem, was ich glaube, sein zu dürfen oder was ich glaube zu sein, ne, komme ich immer näher. Wie viel von der Rolle nimmst du an und wie viel von der Rolle ist von dir ist in der Rolle drin? Für mich gilt, dass eine Rolle dann reich ist, wenn ich bereit bin, von mir reich zu liefern. Das heißt, wenn ich meinen gesamten Erfahrungsschatz in die Rolle soweit verlangt einbringe, dann wird diese Rolle vielschichtig und reich. Ne? Wobei die oberste Prämisse immer ist, dass ich die Rolle kontrolliere und nicht die Rolle mich. Weil letztendlich ist das ein Beruf und man in der Regel hast du keine Monologe, sondern Dialoge. Das heißt, du bist in einer vielfachen Verantwortung für die Kollegen, für den Autor, für die Regie und selbst auch für das Haus. Strebe an, im Leben möglichst viel zu lernen, um selber zu begreifen, wer ich dann mal werde. Das heißt also, ich denke mal, ich habe von meinen Rollen nichts mit in mein Privatleben genommen. Aber die Rollen haben mit zunehmendem Alter und zunehmender Erfahrung profitiert von dem, was ich ihnen gegeben habe. Und so sehe ich das und so soll das sein. Deswegen glaube ich, bin ich relativ, oder ich bin beiden Füßen auf dem Boden. Ich kann mich über viele Dinge unterhalten, die mit der Bühne nichts zu tun haben. Und das soll auch so sein. Es ist ein Beruf. Die Versuchung ist enorm groß. Wenn du Erfolg hast, und ich hatte auch das Glück, dass ich einige erfolgreiche Sachen gemacht habe, dann und dir das Publikum sowohl im Auditorium als auch nachher bei der Autogrammausgabe dann zu Füßen liegt, die Gefahr ist ganz groß, dass man das verwechselt. Mit dem Leben. Du gehst trotzdem einsam nach Hause. Wenn die Autogrammstunde vorbei ist, dann gehst du nach Hause und dann denkst du, wenn du dann mal nicht gut drauf bist, denkst du, jetzt machst du die Tür zu, es ist Stille und es ist wirklich ganz, ganz, ganz still. Da bleibt nichts nach. Und wenn man sich dann daran sozusagen aufhängt, an diese Momente, dann ist man ganz arm dran, weil du gehst immer allein nach Hause. Du nimmst die Fans und so nicht mit. Muss man ganz klar so sehen auch. Ne? Ich glaube, es ist einer der Gründe, warum viele Kollegen auch dann nicht glücklich wirken, frustriert wirken. Ne? Weil das über die Möglichkeit da ist, oder ja, dass sie etwas suchen und ein Leben lang nicht finden, was sie suchen. Aber man soll irgendwie dann doch im Leben suchen und vielleicht nicht auf der Bühne, sondern nicht. Im Leben soll man danach streben, möglichst viel zu lernen, um selbst zu begreifen, wer man wird. Und somit kommt man der Vorstellung von sich selbst immer näher. Aber können wir uns aussuchen, wer wir sind? Wer wir sind, von was reden wir da? Weil ich möchte da gerne unterscheiden, dass wir einmal ein soziales Selbst haben, eine soziale Identität, und dass wir eine personale Identität haben. Es gibt ganz viele Dinge, die sind erstmal festgelegt. Ich werde in eine Familie reingeboren, ich werde in eine Kultur reingeboren, in eine Nationalität, in ein Geschlecht, mit einer Hautfarbe, mit einer bestimmten Physiognomie und so weiter. Das sind erstmal Dinge, die ich mir nicht aussuche, die ja auch mich bestimmen, die bestimmen, wie andere mich sehen und auch wie ich mich sehe.
Credo würde sagen, naja, es gibt gar keinen Kern des Selbst, sondern das Selbst besteht aus Rollen. Und zwar das Kind, Säugling fängt an erstmal in psychosomatischen Rollen und das ist alles in Interaktion auch wieder mit der Umwelt, das heißt der Essende, die Schlafende zum Beispiel. Und entwickelt dann weiter Rollen, dann sind es die psychodramatischen Rollen, die Neugierige, der Aggressive. Und dann entwickeln wir soziodramatische Rollen, das ist der Partner, der Schüler und so weiter. Und die Frage ist, ja, was soll so das wahre Ich sein? Es ist eine Konstruktion, ich denke, es ist auch eine Abstraktion von all dem, was wir sind. Wir sind so viele. Und letztlich geht es darum, also auch wieder beim Moreno und dem Psychodrama zu bleiben, letztlich darum geht es, das Rollenrepertoire zu erweitern und Möglichkeiten zu haben. Das heißt auch an Freiheit zu gewinnen. Je mehr Rollen ich auch spielen kann, desto freier bin ich aber auch. So ein Aspekt oder ein Beispiel, ganz faszinierend. Also, wenn wir zum Beispiel Reisen oder einen längeren Aufenthalt in einem anderen Land haben, ich habe da auch mal die Erfahrung gemacht, dass ich kenne, dass ich in manchen Kulturen ja, so nicht so sehr wohl gefühlt habe, in anderen weniger und manche mich ganz fasziniert haben und ja, mir Unterschiedliches gegeben haben. Ich denke, okay, da gibt es eine Resonanz mit dem, was ich mitbringen könnte. Ja, das kommt in eine Resonanz mit einer Umwelt. Ne? Deswegen sind dann auch wieder Umwelten für mich bereichernd, anregend oder einfach sogar, dann kann ich schauen, okay, was tut mir dann gut. Auf Reisen sich selbst finden, heißt es immer so schön. Doch stimmt das? Kann man nur auf Reisen nach sich selbst suchen? Ich denke, ja, na klar, wenn man irgendwie in einem unbekannten Umfeld ist, dann ist es erstmal ungewohnt für alle Parteien und auch für einen selber. Und man ist da schon irgendwie zurückgenommener. Auch jetzt bin ich nicht so der extrovertierteste Mensch. So, aber wenn man irgendwie morgens aufsteht und das Licht ist perfekt und man ist da oben auf dem Berg, dann ist es irgendwie schon ein emotionaler Moment. Und ja, da kommen Gefühle hoch, die man sonst nicht hat. Und ja, ich weiß nicht, wann man jetzt mehr sich selber ist in so einer Situation oder zu Hause, wo alles vielleicht ein bisschen ja, gewohnter ist. Es ist eher so in dem Prozess danach, wo man irgendwie alles verarbeitet und die Eindrücke, die man gesammelt hat, die Herausforderungen, die man bewältigt hat, dass man die quasi im Nachhinein verarbeitet, aber jetzt selber so, dass man so über sein Leben besonders nachdenkt, während man auf einer Reise ist, das kommt eher selten vor oder halt, ja, das passiert eher so, das ist eher die Frucht einer Reise, dass man die dann quasi zu Hause halt verarbeitet und ja, so nochmal Revue passieren lässt und was man daraus mitgenommen hat, weil ich denke, jede Reise ja, lehrt dich irgendwas, also du kommst immer bist auf jeden Fall schlauer, nachdem du eine Reise gemacht hast und ja, sei es ja, irgendwas Neues, was du erlebt hast. Da habe ich auf jeden Fall so eine Art ja, Droge für mich gefunden. Dieses Erlebnis, ja, dass man es halt immer wieder haben möchte. Und dadurch, dass ich weiß, was mich glücklich macht, ja, das formt ja in gewissermaßen schon seinen Charakter. Also auch dieser, das ist jetzt keine Reise, aber aus der Heimatstadt, von dem Zuhause auszuziehen in eine fremde Stadt, das komplett zu erleben, ich glaube, das formt auch viel deinen Charakter. Und das würde ich eher als essentiell sagen. Vor allem, dass man einmal beim Reisen irgendwie aus dieser Bubble, in der man sich befindet, herausgezogen wird in ein anderes Umfeld. Man lernt eine neue Kultur kennen. Man muss irgendwie, wenn man auf einem Campingtrip ist, dann weiß ich irgendwie nicht, wo ich abends manchmal noch schlafe so. Und das muss man regeln oder was man isst. Und alles wird auf das Minimum reduziert. Und man muss sich plötzlich um die simplesten Dinge kümmern und weiß sie dann auch, ja, danach auch erst so richtig zu schätzen. So. Wenn man auf dem Berg ist und richtig viel Hunger hat, dann schmeckt der Porridge einfach, als ob es ein Fünf-Sterne-Menü ist. Also das ist irgendwie ganz interessant, was da für eine Entwicklung durchgemacht wird.
Jede Reise lehrt dich etwas. Man erfährt mehr über das Land, über andere Leute und auch mehr über sich selbst. Doch wie sieht es mit der Reise nach innen aus? Gelange ich vielleicht durch Achtsamkeit und Meditation an mein Ziel? Ob wir bestimmen können, wer und wie wir sein wollen. Ich glaube, dazu ist es nötig, dass wir uns all dieser Konzepte und Automatismen und Muster, die in uns verankert sind, erstmal überhaupt bewusst werden. Unsere subjektive Gedanken formen unsere subjektive Realität. Und je mehr, nochmal, je bewusster ich mir all dessen bin, desto freier kann ich das sein, was ich eigentlich bin oder sein möchte. Wenn ein Mensch auf Reisen geht, bedeutet es ja immer auch Grenzen überschreiten, Landesgrenzen, aber auch persönliche Grenzen und Horizont zu erweitern. Einfach, dieses Denken hat ja ganz viel mit Konzepten zu tun. Und diese Konzepte, die sind auch sozial-kulturell geprägt. Das heißt, wenn ich mit Offenheit und Neugierde in die Welt gehe, dann habe ich auch immer die Chance, meine eigenen Konzepte, meine eigene Wahrnehmung wieder zu erweitern. Und diese Dinge nehme ich dann auch mit und sie werden dann auch ein Anteil von mir, was ich dann in meinem Leben wiederum anwenden kann. Ich glaube, es ist viel weniger ein Suchen, als tatsächlich ein im Frieden sein mit dem, was in mir ist. Wir können nicht gestern atmen, wir können auch nicht morgen atmen. Das heißt, sobald ich mit meiner Wahrnehmung im gegenwärtigen Moment bin, habe ich überhaupt eine Handlungsfähigkeit. Und das kann ich nur, wenn ich im Spüren bin. Das heißt, das, was ich in der Meditation mir eigentlich in jeder Meditation antrainiere oder kultiviere, ist vielleicht das schönere Wort, dieses In-Kontakt-Sein mit mir, das mich spüren, meine Gedanken auch wahrnehmen, wenn ich so in diesem aus dem berühmten Autopilot rauskomme und meinen inneren Beobachter aktiviert bin. Das heißt, wenn ich bewusst bin über alles das, was da passiert gerade, und dann kann ich eine Entscheidung treffen oder vielleicht auch mal gar nicht reagieren zum Beispiel. Und das ist das, was wir in der Meditation, in der formalen Meditation trainieren und was aber uns dann tatsächlich im Alltag auch immer wieder einfach zur Verfügung steht. Denn das wollen wir ja. Wir meditieren ja nicht nur, um hier in irgendwelche Zustände kurz vor der Erleuchtung zu kommen, sondern wir möchten ja tatsächlich im Alltag irgendwie gelassener oder zentrierter sein und auch fokussiert auf die Dinge, worum es uns dann wirklich geht und was angesagt ist. Ich finde auch, Achtsamkeit hat immer ganz viel zu tun mit sich selbst besser kennenlernen oder sich auf die Schliche kommen. Ja? Diesen Dingen, was brauche ich gerade, was wünsche ich mir gerade, was hilft mir gerade jetzt? Und das heißt einfach gucken, was steckt denn hinter all dem? Und das hat ja auch etwas damit zu tun, wer bin ich, was möchte ich? Ja? Nachdem ich mir nun unterschiedlichste Meinungen und Ansichten angehört habe, kann ich für mich persönlich daraus mitnehmen, dass es weniger darum geht, wer oder wie wir sein möchten, sondern einfach zu akzeptieren, wer man ist. Stell dir selbst die Frage, was hast du gerne, was sind deine Vorlieben, was für Ansichten hast du, was macht dich glücklich? Und wenn du das weißt, halt daran fest. In jeder Situation, in der du dich befindest im Leben, bleib dir selbst treu und lass dich nicht durch Gesellschaften oder äußere Einflüsse in irgendwelche Schubladen stecken. Dann wirst du viel glücklicher sein mit dir selbst und bist dann sozusagen mit dir im Einklang. Ja, alles wäre.
Man muss auch nicht verreisen, um sich selbst zu finden. Es ist zwar hilfreich, weil man auf Reisen immer an gewisse Grenzen kommt, an persönliche Grenzen, neue Erfahrungen macht man. Man lernt sehr viel über sich selbst und über das Leben an sich. Und das hilft dir wiederum, besser deine Umwelt zu verstehen und auch den Einfluss eben auf dich selbst. Was macht dich zu der Person, die du bist? Liebe sie, akzeptiere sie und sei dankbar dafür, so wie du bist.